Wir Menschen sind alle zutiefst soziale Wesen, die das Leben einander verdanken und einander schulden, weil wir nur voneinander lernen können, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Wir brauchen einander, nicht nur am Anfang und am Ende unseres Lebens, sondern auch dazwischen, weil der Sinn dieses Lebens nicht nur heißt, es bewusst und selbstständig zu leben, sondern ebenso darin besteht, es miteinander zu teilen. Gerade jedoch teilen wir nicht. Weder miteinander noch mit dem, was mit uns lebt. Und vielleicht ist das auch schon eine weitere Antwort auf die Frage, warum uns zugleich der Sinn dieses Lebens und Zusammenlebens so fühlbar abhanden gekommen ist. Denn ironischerweise haben die Popularisierungen des Descartes'schen Denkens nicht nur unser Ego, also unseren Machtwillen, unseren Eigennutz, unsere Gier entfesselt, sondern sind seit seinen tiefgründigen Meditationen in ihr komplettes Gegenteil umgeschlagen. Einen ebenso sinn- wie geistlosen Materialismus, der den Wert des Lebens an seiner Verwertbarkeit festmacht und den Wert des Menschen analog dazu an seiner Leistungskraft. Was an sich schon idiotisch genug ist, doch schlicht pathologisch wird, wenn sich das dahinterliegende Marktdenken zum alleinherrschenden Prinzip erhebt. Das ganze Leben wird mittlerweile kapitalisiert. Dieser Prozess verwandelt Lebendiges in Lesbares, Qualität in Quantität und Werte in Preise. An seinem Ende stehen Eindeutigkeit, Zugänglichkeit und vor allem Vergleichbarkeit. Auf der Ebene der Menschen nennt man diese Vergleichbarkeit Konkurrenz. Und da irgendwann alles mit allem vergleichbar ist, weil alles nur noch Fakt ist, Information und Nutzwert, wird alles relativ, verhandelbar. Dabei müssen menschliche Werte wie unsere Gleichheit oder die Würde des Schwachen absolut gesetzt werden. Aber genau das wird korrumpiert. Dadurch hüllt das auf krisenhafte Weise total gewordene Marktdenken nicht nur die Grundlagen unseres eigenen Zusammenlebens auf, sondern greift zunehmend die Existenzgrundlagen der gesamten Spezies an. Was nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass unsere von Profitdenken und Gewinnmaximierung angetriebene Lebensweise inzwischen ganz klar auf Kriegsfuß mit dem planetaren Ökosystem steht. Der Mensch ist also nicht nur ein Tier, das sich ein Haus zu bauen vermag, in dem es nicht mehr leben will, sondern auch eines, in dem es irgendwann nicht mehr leben kann. Wobei wir den psychotischen Zustand der Gesellschaft als den Moment begreifen können, an dem sich jahrhundertealte Konstruktionsfehler des westlichen Hauses, darunter die selbstherrliche Verachtung der Erde, der Natur und aller nicht-westlichen Lebensformen, unabweisbar bemerkbar machen, indem sich diese blinden Flecken unserer einseitigen und egozentrischen Weltanschauung in sichtbare Herausforderungen verwandeln. Herausforderungen, die deshalb meiner Ansicht nach von Digitalisierung und Globalisierung nicht wesenhaft ausgelöst, sondern nur beschleunigt wurden. Was letztlich nichts anderes heißt, als dass wir im Zeitalter der Totalvernetzung einfach nicht mehr so tun können, als hätten deutsche Waffenexporte in ein Land am anderen Ende der Welt dort nicht ganz konkrete Folgen. Oder es gingen uns die riesigen Müllberge, die wir irgendwohin verkauft haben, einfach nichts mehr an. Ebenso wenig wie die Lebensbedingungen derer, die das ganze billige Zeug herstellen, dass wir in immer kürzer werdenden Abständen kaufen, benutzen und wegwerfen, wobei wir wieder bei den Müllbergen werden.